Ein Kinofilm müsste es mittlerweile schon auf DVD oder auch Blu-ray wahrscheinlich geben. Von der Qualität her sollte man sich nicht allzu viel erwarten. Es reiht sich eigentlich nahtlos ein mit dem Spiel. Wenn ich mich richtig erinnern kann, schaut so aus, dass da die besten Kämpfer der Welt zum Dead or Alive Turnier anreisen aus verschiedenen Gründen, und da kennst du dann zum Beispiel mehr über die Geschichte der verschiedenen Kämpfer erfahren, wenn ihr das möchtet. Ja, es ist jetzt wieder ziemlich eng gewesen, leider habe ich dann am Ende den kürzeren gezogen. Also, ich scheine da nicht wirklich voll Glückheit zu haben. Wie man dem Level auch schön sehen kann, da muss man aufpassen, damit man nicht von einem Auto überfahren wird, weil euch das zusätzlich Energie abziehen wird und euch auch angreifbar macht, weil es euch dann in die Luft schleudert. Also muss man schon gut überlegen, wo man steht. Jetzt muss man sagen, schaut für mich nicht ganz so schlecht aus, würde ich sagen, wobei jetzt hat sie wieder einen Griff angebracht und ja. Also, das war jetzt wirklich nur mehr ein Eizel an Energie. Hätte mir gefällt, dann hätte ich es gehabt. Allerdings wollte sie scheinbar da nicht ganz mitspielen. Jetzt hat scheinbar den Passanten da von der Seite fast die Sprachen verschlagen. Und ich glaube, es schaut ganz gut aus. Und jetzt habe ich eben auch mal ein Combo angebracht. Und na, okay, jetzt, Gott sei Dank, habe ich es jetzt bezwungen. Mit einigen gekonnten Tritten und einem Combo habe ich noch angebracht. Also, da sagt er, da kommt sein Blut in Wallung. Das glaube ich auch. Jetzt kommen wir zum nächsten Kämpfer, ein Ninja. Und da werden wir sehen, ob wir den auch noch bezwingen können. Also, meiner übt scheinbar schon derweil mit den Nunchakos. Und wird jetzt in seiner Ruhe gestört. Scheinbar ist mein Gegner sichtlich beeindruckt. Und jetzt werden wir sehen, was er kann. Ah. Scheinbar bin ich nicht der Einzige, der das ordentlich drauf hat. Aber jetzt werden wir sehen, wie er im Kampf den längeren zieht. Jetzt hat er leider eine Combo angebracht, zwar schon mittlerweile. Also, man muss da wirklich ganz schön schon zuschauen, dass man eben zu den Punkten kommt. Wie man sieht, wenn man halbwegs das Timing hat, dann geht es relativ einfach. Weil ein Kabuto jetzt zum Beispiel immer, sag ich mal, dasselbe probiert hat und die richtige Antwort wäre gewesen, dass er versucht zu blocken. Er wollte aber scheinbar immer selbst einen Schlag anbringen. Wenn ich mich recht erinnern kann, dann sollte man jetzt schon am vorletzten oder sogar letzten Kampf angelangt sein des Story-Modus. Und ich hoffe, dass wir den jetzt auch noch erfolgreich abschließen können. Ja. Da reißt sich ja fast die Kleider vom Leib. Und ganz dann komme ich noch zur Rettung. Sichtlich schon erzürnt. Und jetzt geht's los zum Finalkampf. Ah, Combo schon einmal anbracht, das ist ein gutes Zeichen. Wir werden schauen, ob wir vielleicht noch nachlegen können. Nein, jetzt hat sie ein Combo anbracht. Also, ist ja wirklich nicht so ohne. Leider jetzt auch verloren. Der Start ist mir schon gelungen, muss ich sagen.
Jetzt habe ich mich dann auch rauswinden können und wie man sieht, kann sie sich scheinbar da von rechts nach links und von links nach rechts beamen, was die ganze Sache nicht so einfach gestaltet. Also ich bin ja schon fast wieder tot und jetzt ist es auch wieder passiert. Ich hoffe, dass wir das in der Zeit jetzt noch hinkriegen, weil es ist leider nicht ganz so einfach. Also kein guter Start. Momentan will mir nichts gelingen. Und da ist es auch schon wieder passiert. Also es kann dann teilweise ziemlich schnell gehen. Da darf man sich aber nicht entmutigen lassen. Früher oder später wird es dann bestimmt klappen. Na, bei mir scheinbar eher später als früher. Und da habe ich auch wieder ins Großbissen. Also es ist ja wirklich wie verhext, muss man sagen. Das hat sie leider an Wurf angebracht. Eigentlich hätte ich kontert jetzt auch wieder scheinbar ein bisschen zu spät. Aha, das hat jetzt auch interessant ausgeschaut. Da legt sie noch ein paar Schläge nach, obwohl ich schon am Boden bin. Und da ist es auch schon wieder passiert. Also ich werde es jetzt nochmal probieren, hätte ich gesagt, und wenn es jetzt dann nichts klappt, dann lassen wir es sonst bei. Das ist ja ein Wahnsinn. Okay, einmal legen wir nach. Vielleicht habe ich jetzt die Schwachstelle gefunden. Schauen wir mal, falls es da überhaupt Schwachstellen gibt. Aber ich kann mich erinnern, das war immer ziemlich gefinkelt, dass man da eben zum Sieg kommt. Und das bewahrheitet sich jetzt leider auch. Obwohl es eigentlich jetzt für mich wieder gut angefangen hat, hat es jetzt wieder böse geendet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das noch probieren soll. Ich werde jetzt nur ein, zwei Mal probieren. Ansonsten werde ich zum Abschluss kommen. Ja, jetzt hat sie einen neuen Hit, Combo nachgelegt und schon wieder 5. Ja, das ist ja wirklich verhext. Okay. An der Stelle werde ich jetzt meine Versuche abbrechen. Leider hat es nicht ganz geklappt. Was bleibt zu sagen? In Dead or Alive bekommt ihr einen Prügler mit toller Grafik. Ich sage mal, teilweise sehr, sehr liebevoll gemachten Charakteren. Ihr bekommt einige Settings, auf denen ihr spielen könnt, wie zum Beispiel schon angesprochen mit den Autos, die interaktiv eben ins Geschehen eingreifen, oder auch am anderen Level, wie wir gesehen haben, die Dinosaurier, die euch da einen Strich durch die Rechnung machen können, oder einfach Treppen, Stufen, Barrikaden, wo man durchbrechen kann und eben seinem Gegner zusätzlich Schaden zufügen kann, um eben vielleicht dann noch aus schwierigen Situationen herausfinden zu können und die Levels dann eben teilweise sehr, sehr stark zu seinem Vorteil nutzen kann. Im Langzeitmotivationsbereich muss ich sagen, macht es schon ganz schön Spaß, wenn man es online spielt, sofern man Mitspieler findet, die eben, wie schon angesprochen, entweder aus dem gleichen Land oder aus dem Nachbarland kommen, weil ansonsten die Verzögerung zu groß wird und das dann auf beiden Seiten nur mehr weniger Spaß bereitet. Ja, für die Leute, die Dead or Alive noch nicht kennen, wie gesagt, schaut es euch an, wenn ihr Beat'em'ups mögt, gebt dem Spiel eine Chance. Es ist aber eben etwas simpler gestrickt als jetzt vielleicht ein Virtua Fighter. Allerdings die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt nicht Zeit, dass ich mich in die Materie hineinarbeite, wie zum Beispiel ein Virtua Fighter, das notwendig ist, die so zwischen